Dobar dan i dobrodošli u još jednu lekciju iz nemačkog, malo dužu lekciju rekla bih, dakle pripremila sam 1000 rečenica na nemačkom za vas, 1000 rečenica koje ćete koristiti u svakodnevnom govoru. Rečenice su na nivoima A2 i B1 i trudila sam se da rečenice budu pomešane, da kažemo, i one onako kraće, a i one malo dugačke, odnosno sa i neke zavisne rečenice koje se koriste na malo višim nivoima. Vidjet ću koliko ću uspeti da pročitam za nekih sat i po vremena, jer mislim da je to i dovoljno će biti dugačak klip. Ako ne pročitam svih 1000 rečenica, nastavit ću u drugom klipu, a u svakom slučaju vi ćete ispod klipa naći link i možete downloadovati ove rečenice i imati ih u svom kompjuteru i čitati kad vam odgovara i naravno gledati ovaj klip što više puta da biste što više ovih rečenica uspeli da zapamtite. A sada ako ste spremni, krećemo odmah. 1000 rečenica ispred nas, ali moramo da krenemo od prve. Da li se vi slažete da vreme mnogo brzo prolazi? Ja se slažem. Die Zeit vergeht so schnell. Ich bin einverstanden. Ja se slažem. Ich bin einverstanden, dass die Zeit so schnell vergeht. Slažem se da vreme brzo prolazi. Die Zeit vergeht so schnell. Ganz bestimmt. Sigurno. Dakle, ako ćemo se složiti sa tim, reći ćemo ganz bestimmt. To ćete, pretpostavljam, veoma često koristiti u svakodnevnom govoru. Ganz bestimmt. Sigurno. Zweifellos. Također. Dakle, hoćemo da se složimo s nekim, ali eto da budemo originalni, pa da ne kažemo ich bin einverstanden, oder ich stimme zu, nego zweifellos, bez sumnje. Dakle, glagol je zweifeln, sumnjati. A kad vidite ovaj sufiks ovde los, to znači da ovog ispred, u ovom slučaju sumnje, nema. Kao kad kažete arbeitslos, bez posla, arbeitslos. A ovde je zweifellos, bez sumnje. Fühlen Sie sich wie zu Hause, osjećate se kao kod kuće, dakle budite dobri domaćini i kad neko dođe u goste, vi mu kažete Fühlen Sie sich wie zu Hause. Ili fühlst du dich wie zu Hause, ako vam je prijatelj, pa ne persirate fühlst du dich wie zu Hause ili fühlen Sie sich wie zu Hause. Sljedeći zajmutih, dakle, uvek podržite prijatelje i dajte im vetar u leđa i recite im zajmutih, budi hrabar. Zajmutih, budite hrabri, persiranje, zajmutih ili zajmutih, budi hrabar. 6. Lass uns gehen. Kao što Englezi kažu, let's go. Lass uns gehen. Dakle, predlažete da se negde krene, nećete više da ostavite kod kuće i kažete lass uns gehen. Lass uns ins Kino gehen. Hajmo u bioskop. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Dakle, neko zove telefonom, traže nekog ko nije tu i vi tu osobu pitate da li oni žele da ostave poruku. Möchten Sie eine Nachricht, poruku, hinterlassen? Broj 9. Ich habe ihn schon einmal getroffen. Znači, već ga poznajem. Ich kenne ihn. Ich habe ihn schon einmal getroffen. Već sam ga negde sreo. Ich kenne ihn. Poznajem ga. Ich habe ihn einmal getroffen. Ich sehe ihn oft. Često ga vidim. Ich sehe ihn oft. Obratite pažnju na ovo in ovde, tako što ne retko može da nam predstavi problem njega in. Ich habe ihn getroffen und ich sehe ihn oft. Često ga vidim. Siehst du ihn oft? Ja, ich sehe ihn oft. Ich arbeite mit ihm. Radim sa njim. Ich arbeite mit ihm und ich sehe ihn oft. Dakle, mit ihm, sa njim, a ich sehe ihn, vidim njega. To su na mala slova m i n, kad je u pitanju muški rod, dativ i akuzativ. Was für ein schreckliches Wetter, oh Bože, kakvo ružno vreme. Mada je sada leto, pa otprilike toplo, nema kiše i hladnoće, pa možda i nećete imati priliku baš sada da iskoristite, ali
Možda i hoćete, možda ne volite vrućinu, pa kažete was für ein schreckliches Wetter. Kako ružno vreme. Naravno, umjesto schreckliches kažete schönes, pa dobijete kako lepo vreme. Was für ein schönes Wetter. Ich genieße deine Gesellschaft. Dakle, hoćete da budete ljubazni i kažete ja uživam u tvom društvu. Dakle, glagol genießen, uživati, enjoy, uživati u nečemu. Ich genieße deine Gesellschaft. Gesellschaft je društvo. Dobro. Idemo na sljedeću rečenicu. Sie ist so schlau. Tako je mudra. Weise oder schlau. Dakle, schlau je mudar. Nije samo klug, nego je mudar. Nije samo pametan, nego je mudar. Schlau. Ich habe gut geschlafen, danke. Dobro sam spavao, hvala. Znači, ako vas neko pita, haben Sie gut geschlafen? Haben Sie gut geschlafen? Ja, ich habe gut geschlafen, danke. Dobro sam spavao, hvala. Bitte, ruf mich an. Ruf mich an. Pozovi me. Ruf mich an. Mene. Ok, ich rufe dich an. U redu, pozvat ću te. Ok, ich rufe dich an. Pozvat ću te. Wann rufst du mich an? Kad ću me pozvati? Wann rufst du mich an? Ich rufe dich gleich an. Odmah ću te pozvati. Ich rufe dich gleich an. Ovdje vidim da sam izostavila jedno e. Ich genieße. Genieße. Palilo nam je e. Ok, dakle, to je glagol genießen, da se vratimo još jednom kad smo već kod njega, što znači uživati u nečemu. Ich genieße deine Gesellschaft. Uživam u tvom društvu. Ili das Leben genießen, uživati u životu. Das Leben genießen. Ili den Augenblick genießen, uživati u trenutku. Što je bitno, znači ich genieße den Augenblick, uživam u trenutku. Die Situation genießen, uživati u nekoj situaciji. I tako dalje. Dobro, to smo sada raščistili i naučili genießen. Rekli smo schlau da je veoma lukava i da sam ja dobro spavao i habe gut geschlafen, danke. I na pitanje wann rufst du mich an, kad ćeš me zvati, wann rufst du mich an, odgovorili smo ich rufe dich gleich an, keine sorge, ich rufe dich gleich an, odmah te zove. I došli smo do broja 16, heute ist ein schöner Tag. Dakle, sjećate se onog negativnog komentara na vrijeme, was für ein schreckliches Wetter. Kako lužno vrijeme. Ne, heute ist ein schöner Tag. Vi budete pozitivni i kažete heute ist ein schöner Tag. Lepo je vrijeme. Ich genieße das Leben, uživam životu. Ich genieße den Augenblick, uživam u trenutku i kažem heute ist ein schöner Tag. Bist du eifersüchtig vielleicht? Da ti nisi možda ljubomoran. Bist du eifersüchtig? Eifersüchtig. Moram da vam priznam kako sam ja naučila ovu reč kad sam je učila. Ovo me Eifer posjećala na Eiffelovu kulu. Mislim, kao Eiffel. Eiffelova kula. I znam da sam inače bila samo jednom u Parizu do sada, u samom životu. Nadam se da ću otići još neki put. I da sam stalno bila ljubomorna kada sam vidjela koliko ljudi ide tako. Redovno posjećuje Pariz, ide u shopping, šeta se i slika se s Eiffelovom kulom i nekako mi se onda povezalo to Eiffelova kula i Eifersüchtig, ljubomora. Ljubomora si što neko ide stalno da gleda Eiffelovu kulu. Dobro, nebitno, u svakom slučaju Eifersüchtig, ljubomoran. Bist du Eifersüchtig? Nein, ich bin nicht Eifersüchtig, ali više nisam ljubomorna. Dobro. Bis wann arbeitet die Bank? Do kada radi banka? Bis wann arbeitet die Bank? Naravno, možemo promijeniti die Bank sa bilo kojom drugom reči. Dakle, bis wann arbeitest du? Do kad ti radiš? Bis wann arbeitet das Geschäft? Oder der Supermarkt? Do kad radi supermarket, prodavnica i tako dalje. Bis wann? Do kada? Zum Beispiel die Bank arbeitet bis 5 Uhr. Banka radi do 5. Und der Supermarkt arbeitet bis 22 Uhr, radi do 10.
Das hängt von meinem Geschäft ab. Zavisi od mog posla, od moje prodavnice. Znači, Geschäft, osim što je prodavnica, je i kao biznis, u stvari. Geschäftsmann je biznismen. Geschäftsleute su biznismeni. Dakle, ovdje imamo glagol abhängen von, zavisiti od nečega. To zavisi od mog posla. Das hängt von dir ab, zavisi od tebe. Das hängt von mir ab, to zavisi od mene. Und das hängt von meinem Geschäft ab, zavisi od mog posla. Ich verlasse das Hotel um 8, pa odlazim iz hotela u 8. Ich verlasse das Hotel um 8. Wann verlässt du das Hotel? Dakle, glagol verlassen u stvari znači napustiti nekoga ili nešto. Ovdje napuštamo hotel. Ich verlasse das Hotel. Ili ich habe schon das Hotel verlassen. Već sam ga napustio. Ich habe schon das Hotel verlassen. Das gefällt mir. To mi se dopada. Gefällt das dir? Da li ti se to dopada? Gefällt das dir? Was gefällt dir? A šta ti se dopada? Was gefällt dir? Alles, sve, ili nichts, ništa. Ok, dakle, to je glagol gefallen, dopada ti se, gefallen. Pazite, kad ga menjate, dakle, ako kažem da mi se cipele dopadaju, reći ću die Schuhe. Gefallen mir, gefallen mir, ali die Jacke gefällt mir. Es ist alles gut gelaufen, sve je bilo dobro, sve je dobro prošlo. Dakle, glagol laufen, inače trčati i hodati, ali kad kažemo es läuft gut, ide dobro, funkcioniše, kreće se, es läuft gut. Und es ist alles gut gelaufen, sve je dobro išlo. Znači, u prezentu bi bilo alles läuft gut und es ist alles gut gelaufen u prošlom vremenu. Aber das interessiert mich nicht. Ali mene to ne interesuje, ne znam zašto mi to uopšte govoriš, zašto mi si mi rekao da je alles gut gelaufen, das interessiert mich nicht. Leider, es tut mir leid, aber das interessiert mich nicht. Und das versteht sich, pa to se razume, das versteht sich, to se podrazumeva, razume se, das versteht sich. Was für ein schöner Tag, sećate se onog was für ein schrecklicher Tag, odnosno was für ein schreckliches Wetter, a sad imamo was für ein schöner Tag. Das ist alles für jetzt, danke, ich brauche nicht, više mi ne treba ništa, ich brauche nicht, das ist alles für jetzt, to je sve za sada. Ist das alles? Je to sve? Ist das alles? Ja, das ist alles für jetzt. Ich fahre nicht mit dem Bus zur Schule. Ich habe dir schon viermal gesagt. To sam ti već puno puta rekao. Ich fahre nicht mit dem Bus zur Schule. Ich fahre mit dem Auto zur Schule. Und manchmal ich gehe zu Fuß zur Schule. Dakle, nekad idem peške. Ich gehe zu Fuß zur Schule. Nekad idem autom. Ich gehe mit dem Bus zur Schule. Aber ich fahre nicht. Tačnije, ich fahre mit dem Bus zur Schule, entschuldigen. Dakle, kad idemo prevoznim sredstvom, idemo sa fahren, ne sa gehen. Ich fahre mit dem Auto, aber ich fahre nicht mit dem Bus zur Schule. Ich habe das dir schon gesagt. Ich habe dir das schon gesagt. Već sam ti to rekao. Ich bin etwas nervös, aber nešto sam malo nervozan. Ich bin etwas nervös. Warum bist du nervös? Was ist passiert? Ist etwas passiert? Ist nešto dogodilo? Sie mag ihn. Ona ga voli, on joj se dopada. Sie mag ihn. Ich bin jetzt sicher, dass sie ihn mag. Ich fühle mich glücklich. Und er fühlt sich glücklich. I on se osjeća srećno. Er fühlt sich glücklich, weil sie ihn mag. Jer se on joj dopada. Viel Erfolg, mnogo uspjeha, viel Erfolg, Erfolg, uspjeh, viel Erfolg, mnogo uspjeha vam želim. Ich verstehe besser als ich spreche. Ovo je nešto što se veoma često čuje kod svih
nas koji učimo neki strani jezik, dođemo do nekog, da kažemo, stadijuma kada krenemo da razumemo dosta stvari, ali imamo poteškoće da sve to izrazimo. I onda naravno moramo da se borimo protiv toga da to pasivno znanje pretvorimo u aktivno znanje, dakle da sve što i razumemo možemo i mi da kažemo. Naravno, to je jedna borba u pitanju. Aber zum Beispiel für jetzt, za sada, verstehe ich besser als ich spreche. Verstehe ich besser als ich spreche. Ich hoffe, dass du wohl fühlst. Nadam se da se dobro osjećaš. Znači, etwas ist passiert, nešto se dogodilo. Ist nervös, oder vielleicht war verletzt, možda bio i povređen. Und ich hoffe jetzt, dass wohl fühlt. Odnosno, ich hoffe, dass du wohl fühlst. Danke, ebenfalls. Dakle, što god vama neko poželi, vi mu kažete hvala također. Danke, ebenfalls. Das war sehr nett von Ihnen. To je bilo veoma ljubazno od vas. Što god da ste uradili, das war sehr nett von Ihnen. Ili, das war sehr nett von dir. Ako ne persiramo, von dir. Ich habe das bemerkt. Primetio sam. Hast du das bemerkt? Si primetio? Ja, ich habe das bemerkt. Ich glaube, wir haben uns schon einmal getroffen. Mislim da smo se već negde sreli. Aber leider, ich glaube nicht. Ja ne verujem. Ich glaube nicht. Ich kenne, znači ne poznajem te, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Aber ich glaube, wir haben uns schon einmal getroffen. Ich gehe normalerweise in ein Restaurant essen. Wo isst du normalerweise? Zum Beispiel abends, gde obično uveče jedeš. Wo isst du normalerweise abends? Ich gehe normalerweise in ein Restaurant essen. Aber manchmal esse ich auch zu Hause. Nekad jedem i kod kuće, aber normalerweise gehe ich in ein Restaurant essen. Ich bin zurück. Vratio sam se. Ich bin zurück. Wir haben den Dieb nicht gesehen. Nismo videli lopova. Leider, wir können dir nichts sagen, ne možemo ti ništa reći, weil wir den Dieb nicht gesehen haben. Jer njega nismo videli. Es war dunkel, bilo je mračno. Es war dunkel. Und wir konnten den Dieb nicht sehen. Wir konnten den Dieb nicht sehen. Ich habe ihn nicht gesehen, sećate se njega. Wen hast du angerufen? Koga si zvao? Hast du ihn angerufen? Jesi njega zvao? Oder hast du sie angerufen? Ili si nju zvao? Wen hast du angerufen? Ich kann das dir nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, wen ich angerufen habe. Ne mogu da ti kažem. To je tajna. Das ist ein Geheimnis. Ich kann dir nicht sagen, wen ich angerufen habe. Koga sam zvao. Ali u svakom slučaju ja ti želim schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Prijetan vikend. Schönes Wochenende. Pazite na ovo S. Znači schönes. Zato što je Wochenende. Das Wochenende. A schönes Wochenende. Und također herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Srećan vam je rođendan, ako vam je danas rođendan. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Malo teško se izgovori kad prvi put čujemo, Bože, kako se teško kaže srećan rođendan. Ali dobro. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles klar? Alles klar? Da li je sve jasno? Ist alles klar? Meinst du das im Ernst? Dakle, neko nešto kaže i ti kažeš, ti to misliš ozbiljno. Dobro, ovo ili se šalim što mi je dodala, to nema u rečenici. Znači, meinst du das im Ernst? Misliš li to ozbiljno? Ich meine das im Ernst. Ich meine das im Ernst. Znači, mislim to ozbiljno. Ich bin ernst. Ozbiljan sam. Kann ich mich auf diese Person verlassen? Mogli se pozvati tu osobu? Imali smo ovaj glagol verlassen tamo kad smo rekli da li hoćete da ostavite poruku. Die Nachricht hinterverlassen. Ali ovdje
verlassen, sich verlassen auf, znači da se na nekog možemo osloniti. Dakle, ich verlasse mich auf diese Person, oslanjam se na ovu osobu, ali još uvijek ne znam, ich bin nicht sicher, ob ich mich auf diese Person verlassen kann. Znači, nisam siguran da li mogu da se oslonim na nju. Ich bin nicht sicher, ob ich mich auf diese Person verlassen kann. Pa onda pitam, kann ich mich auf diese Person verlassen? A onda ta osoba može da bude zuverlässig, znači da bude neko ko je pouzdan i neko na koga možeš da se osloniš. Dakle, du kannst dich auf diese Person verlassen. Du kannst dich auf diese Person verlassen, zato što je ta person zuverlässig. Zuverlässig. Dakle, lojalna je. Troj. Mit wem möchten Sie sprechen? Ich möchte mit, pa sada, sa tvojom ženom, mit seiner Frau sprechen. A sa tvojim mužem, mit seinem Mann sprechen. Dakle, mit wem, dativ, muški rod, mit seinem Mann, ženski rod, mit seiner Frau sprechen. Dobro, malo bi čudno bilo, možda i ne, dakle, da kažemo, mit seinem Mann, dakle, sa tvojim mužem, a ti si pritom muškarac, ali dobro. Ima i toga. Wer hat dieses Bild gemalt? Gefällt dir dieses Bild? Sviđa li ti se slika? Ja, dieses Bild gefällt mir und ich möchte wissen, ja bih želeo da znam, wer dieses Bild gemalt hat. Želeo bih da znam ko je naslikao. Ich möchte wissen, wer dieses Bild gemalt hat. Kannst du das mir sagen? Kannst du mir das sagen? Ich habe keine Freundin, ja nemam devojku. Ich habe keine Freundin und ich suche jetzt eine Freundin. Vielleicht werde ich eine Anzeige lesen und dort eine Freundin finden. Čitam oglase pa nađem neku devojku in der Anzeige u oglasima. Er fährt mit dem Fahrrad zur Schule. On ide biciklom u školu. Er fährt mit dem Fahrrad zur Schule. Er fährt nicht mit dem Bus. Er fährt nicht mit dem Auto. Er geht nicht zu Fuß. Aber er fährt mit dem Fahrrad. Ich habe kein Geld mehr. Leider. Ich habe kein Geld mehr. Ich muss viel oder mehr arbeiten und mehr Geld verdienen. Moram više da radim. Ich muss fleißiger sein. Moram da budem vredniji. Weil ich kein Geld habe. Nemam novca. Und natürlich brauche ich Geld. Naravno da mi treba novac. Man findet immer einen Ausweg. Uvijek se nađe izlaz. Keine Sorge. Man findet immer einen Ausweg. Und du wirst natürlich einen Ausweg finden. I ti ćeš naći izlaz. Du wirst einen Ausweg finden und ein bisschen Geld verdienen i novac zaraditi. Auf keinen Fall. Nie u kom slučaju. Auf keinen Fall. Ich kann nicht arbeiten. Ich bin faul. Ich bin nicht fleißig. Nisam vreden i ne mogu da radim. Ich kann nicht arbeiten. I to ne dolazi u obzir. Auf keinen Fall. Wie viel kostet das? Koliko to košta? Wie viel kostet das? Es kostet, ich weiß nicht, 10 Euro. Ich möchte sie zum Abendessen einladen. Ja bih želeo da je pozovem, sie, da je pozovem na večeru. Und was denkst du? Šta ti misliš? Ist das eine glänzende Idee? Da li je to sjajna ideja? Ist das eine glänzende Idee, sie zum Abendessen einzuladen, da nju pozovem na večeru. Da. Ja. Ja. Ich denke, dass das eine gute Idee ist. Lädst du sie zum Abendessen ein? Pozovije. Lädst du sie zum Abendessen ein? Wo treffen wir uns und wann? Gde i kada se nalazimo?
wir treffen uns vor dem Kino um 28 Uhr. Okay. Das klingt gut. To dobro zvuči. Das klingt gut. Danke, das wäre nett von Ihnen. To bi bilo lepo od vas. Kann ich Ihnen helfen? Mogu da vam pomognem? Ja, das wäre nett von Ihnen. To bi bilo lepo od vas. Ich muss mich jetzt verabschieden. Ich muss gehen. Ich stehe morgen früh auf. Sutra ustajem rano. Ich muss nach Hause gehen. Moram ići kući. Ich muss ins Bett gehen. Moram u krevet. Und jetzt muss ich mich jetzt verabschieden. Moram da se oprostim. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis später. Schade, dass wir uns nicht früher getroffen haben. Baš teta što se ranije nismo sreli. Jetzt habe ich meine Frau zum Beispiel. Sad već imam ženu i kasno je. Es ist spät und schade, dass wir uns nicht früher getroffen haben. Aber mach dir keine Sorgen. Nemoj se brinuti. Mach dir keine Sorgen. Man findet immer einen Ausgang. Uvijek se nađe izlaz. Mach dir keine Sorgen. Ist es dunkel draußen zum Beispiel? Dopunimo ovu rečenicu sa draußen na polju. Ist es schon dunkel draußen ili već to mračno na polju? Wie viel Uhr ist es? Koliko je to sati? Ja, es ist dunkel draußen. Es ist 22 Uhr, već je 10 sati. Ich habe mich in dich verliebt. Ich muss dir etwas sagen. Moram ti nešto reći. Ich habe mich in dich verliebt. Dobro, gut. Aber ich habe mich nicht in dich verliebt. Ali ja se nisam u tebe zaljubio. So. Auf Wiedersehen. Es könnte mich nicht weniger interessieren. Da, ovo je super odgovor. Dakle, neko vam kaže ich habe mich in dich verliebt. A vama se ta osoba ne sviđa, a vi mu odgovorite es könnte mich nicht weniger interessieren. A ne bi, bukvalno, to ne bi moglo manje da me interesuje. Znači, es interessiert mich nicht. To me ne interesuje. Da. To je malo unhöflich, neljubazno, ali... Dobro. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind. Radujem se što smo ponovo zajedno. I vi kažete ich stimme zu, znači slažem se sa time, ich bin einverstanden und ich freue mich auch. I ja se radujem, ich freue mich auch, dass wir wieder zusammen sind. Beeilen Sie sich. Požurite. Beeilen Sie sich. Wir werden zu spät kommen. Zakasnit ćemo. Beeilen Sie sich. Was für eine angenehme Überraschung. Dakle, neko vam se pojavi na vratima, pa čak i ako niste baš oduševljeni, vi kažete was für eine angenehme Überraschung. Kako prijatno iznenađenje. Mit Vergnügen. Sad sa zadovoljstvom ću vam pomoći. Zum Beispiel, können Sie mir helfen? Mit Vergnügen. Sa zadovoljstvom. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe i naravno vi sam da zahvalite na pomoći. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Oder ich danke dir für deine Hilfe. Zahvaljujem se tebi na tvojoj pomoći. I također se zahvaljujem na tome što ste bili ljubazni. Ich danke Ihnen für Ihre Freundlichkeit. Dakle, kad je neko freundlich, on je prijateljski raspoložen, ljubazan i uvek vam kaže ovo. Kad vas vidi, uvek kaže was für eine angenehme Überraschung. Kako divno iznenađenje. I ono, fühlen Sie sich wie zu Hause, osjećate se kao kod svoje kuće i onda se vi zahvalite i kažete ich danke dir ili ich danke Ihnen für Freundlichkeit. Freundlichkeit. Gut gemacht. Šta god da neko uradi, iako vam se možda nešto mnogo i ne sviđa, vi mu kažete gut gemacht, da bi se on kasnije još više potrudio. Gut gemacht. Wer bringt dich normalerweise zum Lachen? Das ist eine schwierige Frage, teško pitanje, ko te nasmeje? Wer bringt dich obično, normalerweise zum Lachen? Dakle, kažemo, ne znam, mein Bruder,
bringt mich normalerweise zum Lachen. Znači, moj brat me nasme. Ich frage mich, wem er sein Geld überlassen hat. Pitam se kome, wem, kome je on ostavio svoj novac. Ich bin neugierig. Ja sam znatiželjen und ich möchte wissen, želeo bih da znam, wem er sein Geld überlassen hat. Wir unterhielten uns bis spät in die Nacht. Unterhalten, kao plaudern, znači časkati sa nekim, pričati sa nekim o svemu i svačemu, u ovoj rečenici je preterit, znači mi smo se ispričali. Wir unterhielten uns bis spät in die Nacht. Er wurde berühmt. Dakle, berühmt poznat. Er wird berühmt, dakle postaje poznat u stvari, a er wurde berühmt, postaje poznat. Jetzt ist er berühmt, sad je već berühmt. Wie wirst du dafür bezahlen? A kako si mislio da platiš za to? Wie wirst du dafür bezahlen? Du hast kein Geld, nemaš novca. Kako ćeš za to platiti? Aber man findet immer einen Ausweg, ali uvijek se nađe neki izlaz. Bitte sei nicht so laut. Nemoj da si toliko glasan. Ich will schlafen. Ich bin hundemüde. Umoran sam kompas i želim da spavam. Ich möchte schlafen. Und sei nicht so laut. Nemoj da si tako glasan. Ich bin aus dem Taxi ausgestiegen. Znači, nećete možda često reći ovu rečenicu, ali šta znači, izašao sam iz taksija. Ali možda i hoćete, neko vas zove telefonom i kaže, pa gde si ti, du bist spät, wo bist du? I ti sada kažeš, ich bin aus dem Taxi ausgestiegen, ich komme gleich, dolazim brzo, samo što sam izašao sam iz taksija. Ich bin aus dem Taxi ausgestiegen, znači aussteigen, izaći iz nekog prevoznog sredstva. Ich mag auch horrorfilme. Dakle, šta, neko vam kaže ich mag horror filme i vi ako hoćete da se složite s njim jer vam se taj neko dopada i vi mu kažete ich mag auch horror filme, iako baš niste totalno sicher. Ich habe versucht die Zeit tot zu schlagen. Pokušao da ubijem vreme. Dakle, pošto ste onda napokon otišli u bioskop i gledali neki horror film koji se vama nije baš dopao, pa vas pitaju Was hast du gemacht? Hat der Film dir gefallen? Ist es ein Doppelfilm? Nein, der Film hat mir nicht gefallen und ich habe nur versucht, die Zeit tot zu schlagen. Samo sam pokušavao da ubijem vreme. Und es regnet. Joj, pada kiša. Es regnet. Ich kann nirgendwo gehen. Ne mogu nikuda da idem. E, opet moram da ubijem vreme. Und ich versuche die Zeit tot zu schlagen. Dakle, was magst du? Neko zove telefonom. Was magst du? Ich bin zu Hause. Es regnet. Und ich kann nicht machen. Und ich versuche nur die Zeit tot zu schlagen. Gib mir eine Chance. Eine Chance. Ich liebe dich und ich will mich verändern, želim da se promenim, ich will mich ändern, nur gib mir eine Chance, samo mi daj Chance. Komm sofort her, herkommen, znači odmah da si došao, komm sofort her. Ich fühle mich ausgezeichnet, znači etwas Schönes ist passiert und jetzt fühle mich ausgezeichnet. Osjećam se izvrsno. Grossartig. Ausgezeichnet. Es riecht gut. To dobro miriše. Sie ist in der Küche. Ona je u kuhinji. Sie kocht. Sie bereitet zum Beispiel das Abendessen vor. Priprema večeru. Und du bist hungrig. Ti si gladan. I kažeš es riecht gut. Ich fühle mich großartig, ich fühle mich ausgezeichnet. Dakle, rekli smo, sjajno se osjećam. Schön dich zu sehen. Baš mi drago što te vidim. Schön dich zu sehen. Ich kann alleine dorthin gehen. Mogu da idem sam tamo. Möchtest du, dass ich mit dir gehe? Hoćeš da ja idem sa tobom? Nein. Ich kann alleine dorthin gehen.
erzählt immer so lustige Geschichten. Uvijek ima tako neke interesantne, zanimljive, vesele priče da ispriča. Und ich mag mit ihm die Zeit verbringen. Znači, volim s njim da provodim vrijeme. Ich mag mit ihm Zeit verbringen, weil ima so lustige Geschichte erzählt. Wir hoffen ihn noch dazu zu überreden. Nadam se da ćemo mu ga nagovoriti na to. Wir hoffen njega ihn još u to zu überreden. Dakle, interesantan glagol reden, naravno pričati, ali überreden je nekome toliko pričati o nečemu i nagovarati da on na kraju pristane. Leider hat fast nie Lust zu reisen. On gotovo nikad nema želju da putuje. Ich mag reisen. Und ich möchte reisen, ja bih želeo da putujem, aber leider, ali nažalost, zum Beispiel hat mein Mann nie Lust zu reisen, ani moj muž nema volje da putuje. Würde am liebsten immer zu Hause bleiben, znači nastavljamo se, on bi najradije uvek da ostane kod kuće. Würde, on bi am liebsten immer zu Hause bleiben. Ich würde am liebsten eine Reise machen. Ja bih najradije da idem na putovanje. Ich würde am liebsten eine Reise machen. Und würde am liebsten zu Hause bleiben. Ich kann es schaffen. Ja to mogu da uradim. Ich kann es schaffen. Znači, sami sebe ohrabrite i kažete ich kann es schaffen. Ich kann es allein schaffen. Ich kann es nicht glauben. Ja to, u to ne mogu da povjerujem. Ich kann es nicht glauben. Oder das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ne vjerujem. Ich fühle mich viel besser, danke. Dakle, letzte Woche war ich ein bisschen erkältet oder krank. Bio sam prošle nedelje erkältet, prehlađen. Aber jetzt fühle mich besser. Fühle ich mich besser. Ich hasse dich. Dobro, znači vjerovatno nekad u životu smo i u situaciji da nekome kažemo ich hasse dich, što će reći mrzim te, ich hasse dich. Biegen Sie links ab, skreni levo. Biegen Sie links an, skreni levo. Darf ich Sie etwas fragen, mogu li nešto da vas pitam? Ich habe eine Frage für Sie, imam pitanje za vas. Darf ich Sie etwas fragen? Fragen Sie mich, was Sie nicht wissen. Pitajte mi šta ne znate, slobodno. Fragen Sie mich, was Sie nicht wissen. Ich frage mich, ob ich recht gehabt habe. Pitam se sad, da li sam bio u pravu. Dakle, bio sam ubeđen. Ich war überzeugt, dass ich recht hatte, da sam bio u pravu, aber jetzt frage ich mich, ob ich recht gehabt habe. Sad se pitam da li sam bio u pravu. Ich bin nicht so sicher jetzt. Sada više nisam tako siguran. Ist es hier gefährlich, nachts spazieren zu gehen? Dakle, doselili ste se u neki novi kraj, zum Beispiel, i niste sigurni, a volite da se šetate noću, da li je to bezbedno ili ne, pa pitate, ist es hier gefährlich? Znači, da li je opasno? Odnosno, ist es hier sicher, da li je ovdje sigurno, nachts spazieren zu gehen. Ich mag nachts spazieren gehen, volim uveče da šetam, aber ich weiß nicht, ob es hier gefährlich ist, da li je to ovdje opasno. I onda pitam, ist es hier gefährlich, spazieren zu gehen. Den Film musst du dir unbedingt ansehen. Taj film moraš obavezno da pogledaš. Den Film musst du dir unbedingt ansehen. Unbedingt. Obavezno. Ich habe gewonnen. Pobedio sam. Ich habe gewonnen. Es ist sonnig. Es ist ein... was für ein schönes Wetter. Kao što smo rekli, kako lepo vreme. Es ist sonnig. Und gestern war es sonnig auch. Pa juče je bilo sunčano. Gestern war es sonnig. Wer hat dir das gesagt? Ko ti to rekao? Wer hat dir das gesagt?
Wer hat die Tickets bezahlt, die für die Tickets bezahlt? Ich habe nicht für die Tickets bezahlt. Und wer hat? Koja platjakart? Ich wusste nicht, dass du in Deutschland geboren bist. Nisam znao da si rođen u Nemačkoj. Ich wusste nicht, dass du in Deutschland geboren bist. Kannst du mir sagen, ob das Museum noch offen ist? Možeš li mi reći da li je muzej još otvoren? Dakle, da li je u indirektnom pitanju je ob. Ob das Museum offen ist. Wir bleiben hier, bis das Wetter besser ist. Ostajemo ovde dok vreme ne bude bolje. Ne izlazimo. Wir bleiben hier. Bis wann bleibt ihr hier? Do kada ostajete ovde? Ili bis wann bleibst du hier? Do kada ti ostaješ ovde? Ich bleibe hier, bis das Wetter besser ist. Ich habe einige Bücher, welche sehr alt und teuer sind. Ja imam neke knjige koje su stare i skupe. Dakle, ne skupljam cipele i torbe neko knjige. Und ich habe einige Bücher, welche sehr alt und teuer sind. Es war neu, es war nicht alt. Zum Beispiel, ich habe meine Uhr verloren, izgubio sam sat. A keine Sorge, es war alt, bio je star. Aber nein, es war nicht alt, es war neu. Ist es kostenlos? Da li je besplatno? Da, svi hoćemo nešto besplatno, ali obično nije. Ich habe es verstanden. Razumeo sam. Ich habe es verstanden. To sam razumeo. Ich verstehe, razumem. Ich habe verstanden. Razumeo sam. Keine Panik. Samo bez panike. Keine Panik. Du musst mutig sein. Moraš da budeš hrabar. Keine Panik. Du musst mutig sein. Ist es nah? Je to negde tu blizu? Ich kann nicht mehr laufen. Ne mogu više da hodam. Ich kann nicht mehr zu Fuß gehen, ne mogu više da idem peške. Ist es nah? Ich bin müde. Ich habe in England gearbeitet. Du sprichst gut Englisch. Dobro pričaš engleski? Pa da. Ich spreche gut, weil ich in England gearbeitet habe. Ich habe keine Erfahrung. Nemam iskustva. Ich kann mich nicht bewerben. Ne mogu da se prijavim za taj posao, weil ich keine Erfahrung habe. Jer nemam iskustva. Wann kann ich anfangen zu arbeiten? Kam mogu da počnem da radim? Wann kann ich anfangen zu arbeiten? Schließen Sie Ihre Augen. Samo zatvorite oči. Schließen Sie Ihre Augen. Es ist zu spät. Suviše je kasno. Schließen Sie Ihre Augen und schlafen Sie. Ich spreche Deutsch und Englisch. Super. Haben Sie gute Computerkenntnisse? Bi recimo moglo da vam bude neko pitanje na razgovoru za posao. Imate li dobro iskustvo? I znate li da koristite kompjuter? Haben Sie Computerkenntnisse? Kenntnisse je znanje. Er hat recht. Upravo je. Er hat recht. Ist es kalt? Vielleicht ist es nicht kalt, aber mir ist es kalt. Dakle, možda i nije hladno, ali meni je hladno. Es ist kalt, hladno je. Mir ist kalt, meni je hladno. Versuchen Sie es erneut. Pokušajte to opet. Ich versuche. Pokušavam. Ich habe versucht. Pokušao sam. Warum hast du dich noch nicht umgezogen? Zašto se još nisi presvukao? Warum hast du dich noch nicht umgezogen? Nach zwei Stunden hat der Direktor die Diskussion beendet. Direktor je nakon dva sata završio raspravu. Nach zwei Stunden hat er die Diskussion beendet. Wir haben beschlossen, morgen zusammen einen Ausflug zu machen. Wir haben beschlossen oder wir haben uns entschieden. Odlučili smo se. Einen Ausflug zu machen. Da idemo zajedno na Ausflug, na izlet. Ich kann warten, bis du fertig bist. Mogu da te čekam dok nisi ti spreman. Dakle, ich beeile mich nicht, ne žurim se, ich kann warten, bis du fertig bist. Da sie krank geworden war, musste sie zu Hause bleiben. Da, pošto se ona razbolela. Da,
sie krank geworden war, pošto je bila postala bolesna, bukvalno, musste sie zu Hause bleiben, morala je da ostane kod kuće. Ili da sie krank war, pošto je bila bolesna, musste sie zu Hause bleiben. Ich werde es versuchen, pokušat ću to. Ich werde es versuchen. Aber ich bin schüchtern. Ali sam stidljiv. Ich bin schüchtern. Ich will es versuchen, aber ich bin schüchtern. Das ist unmöglich. To je nemoguće, du bist nicht schüchtern. Ich mag dich nicht mehr. Više te ne volim. A vi kažete, das ist unmöglich. To je nemoguće. Hast du lange gewartet? Da li si dugo čekao? Hast du lange gewartet? Kann ich dich heute Nacht sehen? Mogli da te vidim večeras? Kann ich dich heute Nacht sehen? Hast du Zeit? Imaš li vremena? Wie lange dauert es mit dem Auto? Dakle, postavljamo pitanje, hoćemo negdje da idemo. Ne znamo koliko je to mjesto udaljeno i pitamo koliko vremena treba autom da se stigne do tamo i onda pitamo wie lange dauert die Fahrt, odnosno es mit dem Auto. Habt ihr die regelmäßigen Verben wiederholt? To pita učiteljica, da li ste ponovili nepravilne glagole? Habt ihr die unregelmäßigen Verben, nepravilne glagole, wiederholen, ponoviti, wiederholt. Sie hat ihr ganzes Geld im Schlafzimmer versteckt. Sie hat ganzes Geld im Schlafzimmer versteckt. Sakriva novac u spavaćoj sobi. Ich habe leider dieses schöne Glas zerbrochen. Nažalost, razbila sam ovu prelepu čašu. Znači, das Glas, dieses Glas, ovu čašu, dieses schöne Glas, ovu lepu čašu, zerbrochen. Wer von euch räumt mit mir die Wohnung auf? Pazite ovu rečenicu. Ko od vas će da pospremi stan sa mnom? Ko se prijavljuje? Wer von euch räumt mit mir die Wohnung auf? Ich freue mich darauf, dich bald wieder zu sehen. Radujem se što ću te opet videti. Znači, još jedna lepa rečenica da budete fini i ljubazni, net und freundlich i da kažete radujem se tome, ich freue mich darauf, dich bald wieder zu sehen, što ću te uskoro videti. Ich habe heute keine Lust, mein Zimmer aufzuräumen, nemam volju da sređujem sobu. Ne znam ko ikada ima volju nešto da sređuje. Dobro, ima ljudi koji vole da spremaju aufzuräumen. Ali, ich habe keine Lust. Nemam volju, nemam želju da nešto radi. Ich werde gleich zurück sein. Odmah se vraćam. Ich werde gleich zurück sein. Was ist wichtig für dich? Šta ti je važno? Was ist wichtig für dich? Du bist wichtig für mich. Ti si mi važan. Ich meine es wirklich so. Stvarno to mislim. Du bist wichtig für mich. Ti si mi važan. Ich meine es wirklich so. Es war nicht meine Schuld. To nije bilo moja krivica. Es tut mir leid, aber es war nicht meine Schuld. Ich weiß nicht viel über eure Firma. Ne znam mnogo o vašoj firmi. Dakle, to ne vjerujem da treba da kažete na nekom ovom razgovor za posao, znači uvijek se raspitajte prethodno o firmi za koju se prijavljujete, pa da ne bude ich weiß nicht viel, nego ich weiß viel über eure firma. Was sind die Arbeitszeiten? Koje je radno vrijeme? Kad se radi? Was sind die Arbeitszeiten? Er ist sehr sympathisch. Sviđa mi se. Er ist sehr sympathisch. Du bist schrecklich. Ti si užasan, grozan. Du bist schrecklich. Welches ist dein Lieblingslied? Koja je tvoja omiljena pesma? Znači, pokazujete interesovanje za vašeg sagovornika. Pitajte ga što više pitanja. Ljudi vole da neko ih nešto pita, šta vole, šta ne vole. Gibt es Menschen, die dich nicht mögen? Ima li neko ko tebe ne voli? To može biti dobra rečenica za udvaranje. Dakle, tako si, du bist so schön, du bist schön und ich weiß nicht, du bist gut aussehende, tako dobro izgledaš, und höflich i ljubazna i zuverlässig i treu
i sve si pozitivno, pa kažeš, pa da li ima ikog ko tebe ne voli, gibt es Menschen, die dich nicht mögen. Er ist nett, on je, znači nett, ljubazan film, ich vertraue dir, verujem ti, ich kann es reparieren, mogu ja to da popravim, keine Sorge. Sie ist traurig, ona je tužna, wenn ich sie sehe, werde ich es ihr sagen, kad je budem video, ja ću joj to reći. Wenn ich sie sehe, werde ich es ihr sagen. Jedes mal, wenn ich sie sehe, lächle ich. Svaki put kad je vidim, ja se nasmijem. Jedes mal, wenn ich sie sehe, lächle ich. Ist es weit? Imali smo, ist es nah? Da li je blizu? Ist es weit? Da li je daleko? Ich bin beschäftigt, busy sam, zauzet sam, ich bin beschäftigt. Seitdem ich eine neue Wohnung habe, bin ich glücklicher. Odkad imam novi stan, srećniji sam. Ili seitdem ich eine neue Freundin habe, bin ich glücklicher. Ili seitdem ich eine neue Lehrerin habe, bin ich glücklicher. Beruhige dich, bleib ruhig. Znači, umirujte nekog rečima beruhige dich, smiri se, bleib ruhig. Das ist schön, to je lepo. Ich werde dich vermissen, nedostajat ćeš mi. Ich werde dich vermissen. Unsere Wohnung ist klein, wir möchten endlich umziehen. Naš stan je mali, konačno želimo da se preselimo. Umziehen, preseliti se. Nehmen Sie dieses Medikament, dreimal täglich ein. Znači, ein nehmen, uzeti, uzimajte lek tri puta dnevno. Steigt rasch ein, der Zug fährt gleich los. Ulazi, steigt ein. Znači, ulazi u voz, voz kreće gleich, odmah. Los fahren. Ich habe einen neuen Weg zur Schule entdeckt. Otkri su neki novi put do škole, uvijek sam išao jednim pa mi dosadilo. Und jetzt habe ich einen neuen Weg entdeckt. Ich bin daran gewöhnt, früh aufzustehen. Dakle, pričamo na što smo navikli, na što nismo navikli. Naviknut sam na to. Ich bin daran gewöhnt, früh aufzustehen. Oder ich bin daran nicht gewöhnt, früh aufzustehen. Nisam se navikao. Das ist aber eine hübsche Kneipe. Komm, lasst uns hineingehen. To je neki prijatan kafić. Komm, hajde, lasst uns hineingehen. Hajmo da uđemo. Hineingehen. Der Ring kostet ein Vermögen. Den kann ich aber nicht annehmen. Ring, prsten, košta kao i imanje. I ja njega ne mogu da annehmen, da uzmem, prihvatim. Der Ring kostet zu viel, ich kann es nicht annehmen. Es ist fröhlich, pa proleće, es ist fröhlich. Wie oft gehst du ins Kino? Pa, koliko često ideš na u bioskop? Ich gehe jede Woche ins Kino. Idem svake nedelje. Hast du einen Lieblingsfilm? Hast du einen Lieblingsschauspieler? Imaš li omiljeni film? Imali smo i hast du ein Lieblingslied? Sad je einen Lieblingsfilm i einen Lieblingsschauspieler, omiljeno glumca. Wann hast du Zeit fürs Fernsehen? Kad imaš vremena za TV? Ich habe nie, nikada Zeit fürs Fernsehen. Ich sehe nicht fern, ne gledam TV. Oder ich sehe nach der Arbeit fern. Gledam posle posla. Siehst du dich gerne alte Filme an? Voliš da gledaš stare filmove? Sei ruhig. Ili bleib ruhig. Budi miran. Ist das richtig? Ja, glaub mir. Es ist richtig. Veruj mi, to je tačno ispravno. Hier geben Sie deine Tasche ab. Abgeben, dakle predati, ovdje predajete torbe. Das versteht sie nicht. Ona to ne razume. Das versteht sie nicht. Er steht jeden Tag um 5 Uhr auf. Svaki dan ustaje u 5 sati. Oh mein Gott. Ich rufe dich morgen an. Zvaću te sutra. Ich rufe dich morgen an. Morgen,
Fahren wir schon sehr früh weg, sutra odlazimo rano, wegfahren. Der Arzt hat mir das Rauchen verboten, zaboravim je da pušim. Es macht mir Spaß, mit dir einkaufen zu gehen. Vaše zadovoljstvo, ići s tobom kupovinu. Es macht mir Spaß, mit dir einkaufen zu gehen. Ich kann sie nicht sehen. Ne mogu pa sad, da li nju ili nešto što je ženskog roda, da vidim. Bitte, schließen Sie die Tür. Zatvorite vrata. Es ist mir kalt. Hladno mi je. Schließen Sie die Tür. Meinst du das wirklich? Ti to zbiljno. Meinst du das wirklich? Ich bleibe im Sommer zu Hause. Leti ostajem kod kuće. Was machst du im Urlaub? Šta radiš na odmoru? Pa ich bleibe im Sommer zu Hause. Ostajem kod kuće. Ich ruhe mich aus. Odmaram se. Ich ruhe mich aus. Er hat sich einen Job bei der Post beworben. Prijavio se za posao u pošti. Znači, sich bewerben prijaviti se za nešto. Einen Job za posao. Übertreiben Sie nicht. Nemojte preterivati. Übertreiben. Das Licht ist an. Svetlo je upaljeno. Das Licht ist an. Du musst schneller fahren, damit wir pünktlich ankommen. Moraš brže da voziš da bismo stigli na vrijeme. Du musst schneller fahren, damit wir pünktlich ankommen. Ich wusste nicht, dass du das Examen bestanden hast. Nisam znao da si položio ispit. Das Examen, odnosno Prüfung bestehen, položiti ispit. Wir werden uns bei mir treffen, falls es regnet. Naći ćemo se kod mene u slučaju da pada kiša. Wir werden uns bei mir treffen, falls es regnet. Er hat ihr geholfen, indem er ihr 100 Euro gab. Tako što je dao 100 eura, joj je pomogao. Er hat ihr geholfen, indem er ihr 100 Euro gab. Sag ihm das nicht. Nemoj mu to reći. Sag ihm das nicht. Gib mir deine Hand, daj mi ruku. Haben Sie einen anderen Kuchen, imate li neki drugi kolač? Bist du fertig, jesi spreman? Hast du das Frühstück schon beendet, jesi završio doručak? Er ist auf dem Weg, on je na putu. Wahrscheinlich, vjerovatno. Sie entscheidet sich immer erst in letzter Minute. Uvijek se odlučuje u posljednjem trenutku. Tek u posljednjem trenutku. Wir haben nächste Woche Zeit, unsere Freunde zu besuchen. Sljedeće nedelje imamo vremena da posjetimo prijatelje. Wir haben nächste Woche Zeit, unsere Freunde zu besuchen. Ich gebe mir viel Mühe, keine Fehler zu machen. Trudim se mnogo da ne napravim grešku. Ich gebe mir viel Mühe, keine Fehler zu machen. Lass uns gehen. Ich habe nichts dagegen. Hajmo, pa nemam ništa protiv. Ich habe nichts dagegen. Keineswegs. Nikako. Das ist mir egal. Svejedno mi je. Ich bin nicht sicher. Nisam siguran. Wie lange bleibst du? Koliko dugo ostaješ? Ich bin verrückt nachher. Lucam za njom. Ich verschwende meine Zeit. Tračim svoje vrijeme. Verschwenden. Ich gehe. Idem. Warum ist sie so dünn? Što je tako mršava? Ich möchte mit ihm sprechen. Želeo bih s njim da pričam. Ich habe Spaß. Dobro se zabavljam. Es ist unglaublich. To je nevjerovatno. Als ich in London gelebt habe, haben sie mich nicht besucht. Kad sam ja živio u Londonu, oni me nisu posjetili. Wenn wir in London waren, haben wir immer im selben Hotel gewohnt. Kad god smo bili u Londonu, živjeli smo u istom hotelu. Jedes mal, wenn meine Tante zu Besuch kam, brachte sie uns Schokolade mit. Svaki put kad je tetka iz Švajcarske dolazila u posetu, donosila nam je čokoladu. Immer wenn wir in Urlaub waren, spielte Vater Film mit uns. Uvijek kad smo bili na odmoru, otac se igrao sa nama. Jedes mal, wenn wir in Italien waren, Asen via Filais. Svaki put kad smo bili u Italiji,
Jeli smo mnogo sladoleda. Essen präterit Essen. Als ich noch nicht verheiratet war, fühlte ich mich oft allein. Kada nisam još bio oženjen, osjećao sam se često usamljeno. Hat sich etwas verändert, seit du jung warst? Da li se nešto promijenilo od kad si ti bio mlad? Ich habe die Wahrheit entdeckt. Otkrio sam istinu. Ich habe die Wahrheit entdeckt. Nichts hat sich verändert, seit ich jung war. Aha, odgovor. Znači, hat sich etwas verändert, seit du jung warst. Nichts hat sich verändert, seit ich jung war. Es ist nicht schlecht, nije loš. Er hat sehr lange unter der Trennung von seiner Freundin gelitten. Mnogo je patio zbog rastanka, Trennung od svoje devojke. Was hast du gestern Abend getrunken? Šta si to pio sinoć? Das ist mein Platz. Hier habe ich immer gesessen. To je moje mesto, uvek sam ovdje sedeo. In welchem Jahr ist er gestorben? Koje godine je umro? Es lohnt sich nicht. To se ne isplati. Es lohnt sich nicht. Es ist offensichtlich. Očigledno je. Es ist dasselbe. Isto je. Noch nicht. Još ne. Als ich noch kein Auto hatte, ging ich viel zu Fuß. Kada još uvijek nisam imao auto, išao sam pešac. Jedes Mal, wenn ich krank war, besuchte mich meine Mutter oft. Svaki put kad sam bio bolestan, posjećivala me mama. Sie ist meine beste Freundin. Ona je moja najbolja prijateljica. Ist er eifersüchtig? Da li je on ljubomoran? Ich bin gerade beschäftigt. Trenutno sam zauzet. Draußen ist es sehr heiß. Napolju je veoma vruće. Vielen Dank. Mnogo hvala. Ich brauche ein Auto. Treba mi auto. Wir reisen oft zusammen. Često putujemo zajedno. Du hast mir das sehr gut erklärt. Već si mi to dobro objasnio. Du hast mir das sehr gut erklärt. Kein Problem. Ich kann dir etwas leihen. Nije nikakav problem. Ja ti mogu pozajmiti. Wir waren von dem Konzert sehr enttäuscht. Mi smo bili razočarani koncert. Enttäuscht. Es ist mir ganz egal, was die Leute denken. Baš me briga šta ljudi misle. Es ist mir ganz egal, svejedno mi je, was die Leute denken. Ich sehe keinen anderen Ausweg, als zu fliehen. Ne vidim drugi izlaz nego da pobegnem. Ich sehe keinen anderen Ausweg, als zu fliehen. Mein Vater reist viel. Moj otac mnogo putuje. Ich bin in der Schule. Ja sam u školi. Warte mal eine Sekunde. Einen Moment bitte. Du siehst toll aus. Danke für das Kompliment. Danke für das Kompliment. Suchst du im Geschäft die Sonderangebote? Da li kad ideš u prodavnicu tražiš nešto što je na popustu? Ko ne traži? Svi tražimo Sonderangebote. Ich arbeite in der Schule. Sie macht jetzt die Waschmaschine an. Uključuje mašinu. Anmachen. Nach dem Arbeit holt sie die Tochter vom Kindergarten ab. Ona posle posla ide po svoju čerku u vrtić. Sobald meine Tochter da ist, kommen wir mit. Čim moja čerka dođe, mi dolazim. Wann darf ich zu meinen Freunden zum Spielen gehen? Sobald du deine Hausaufgaben gemacht hast. Kada smem da idem kod prijatelja da se igram? Kod drugara. Čim uradiš Hausaufgaben? Sobald du deine Hausaufgaben gemacht hast. Wann bekomme ich endlich Taschengeld? Kad ću napokon da dobijem džeparac? Wenn du älter bist. Kad si malo stariji, kad porastiš. Wann kommst du nach Hause? Kad ćeš kući. Sobald ich mit der Arbeit fertig bin. Čim završim sa poslom. Wann darf ich heute fernsehen? Kad smijem da gledam TV? Wenn du die Küche aufgeräumt hast. Kad središ kuhinju.
Der Zug fährt bald ab. Voz uskoro polazi. Ich ging zur Schule. Išao sam u školu. Wie alt ist er? Ich denke, er ist 20 Jahre alt. Ich würde gerne nach Hause gehen. Ja, bih rado da idem kući. Hat dir der Film gefallen? Dieses Videofilm. Ist der Laden geöffnet? Ili prodavnica otvorena. Es gibt keine Milch mehr. Nema mlijeka. Er ist berühmt. On je poznat. Ich schreibe ihr eine E-Mail. Napisat ću e-mail. Kinder, nehmt bitte eure Bücher heraus. Deco, izvedite knjige. Wie siehst du denn aus? Warum bist du so schmutzig? Kako to izgledaš? Što si tako prljav? Du siehst müde aus. Morgen schläfst du dich aber richtig aus. Izgledaš umorno, sutra se dobro ispavaj. Hältst du mir den Platz frei? Ich komme gleich wieder. Čuš da mi sačuvaš mesto? Odmah dolazim. Ihr habt ein Problem. Imate problem? Was schlägst du vor? Šta predlažeš? Sie ist meine Schwester. Ona je moja sestra. So viel ich weiß, ist sie noch in Berlin. Koliko ja znam, ona je još uvijek u Berlinu. Er ist halb elf aufgestanden, weil sein Wecker kaputt ist. Ustao u pola 11 jer mu se Wecker pokvario, budilnik. Seine Rede war nicht so interessant, wie wir erwartet hatten. Seine Rede war nicht so interessant, wie wir erwartet hatten. Ich bleibe lieber zu Hause, weil es heute sehr kalt ist. Ostaću kod kuće, jer je danas hladno. Wie viele Taschen hast du? Koliko imaš torbi? Kannst du mir helfen? Možeš li mi pomoći? Ich kann nicht ohne Fernsehen leben. Ne mogu da živim bez TV-a. Meine Eltern erlauben mir das. Moji roditelji mi to ne dozvoljavaju. Ich entscheide mich für das rote Kleid. Ja se odlučujem za crvenu haljinu. Sie steht immer sehr früh auf. Uvek ustaje rano. Nach der Arbeit kauft sie Lebensmittel an. Posle posla kupuje namirnice. Wir kamen spät nach Hause. Došli smo kasno kući. Wie gehst du zur Arbeit? Wie gehst du zur Schule? Ich habe oft bis spät gearbeitet. Često sam do kasno radio. Falls wir Zeit haben, kommen wir morgen vorbei. Ako budemo imali vremena, doći ćemo, svratit ćemo, vorbei kommen. Falls wir Zeit haben, kommen wir morgen vorbei. Damit ich besser sehe, trage ich eine Brille. Da bi bolje video, nosim naočare. Ich schlafe mindestens 8 Stunden. Spavam najmanje 8 sati. Er ist ein guter Schauspieler. On je dobar glumac. Ich bin mit dem Programm ganz zufrieden, mit wenigen Ausnahmen natürlich. Sviđa mi se program, naravno sa malim izuzetcima. Mit wenigen Ausnahmen. Ausnahmen. Er arbeitet in einer Fabrik. On radi u fabrici. Er spricht kein Englisch. On ne govori engleski. Willst du mit mir gehen? Hoćeš li ići sa mnom? Seitdem ich in Berlin lebe, besuche ich eine Sprachschule. Otkad živim u Berlinu, pohađam školu jezika. Wann wirst du zu Hause sein? Kad ćeš biti kod kuće? Ich treffe ihn nicht so oft. Ne srećem ga tako često. Wird sie kommen? Da li će ona doći? Wird sie kommen? Wohin willst du gehen? Kuda želiš da ideš? Wohin willst du gehen? Arbeitest du hier? Da li radiš ovde? Was kannst du mir empfehlen? Šta možeš da mi preporučiš? Ich entscheide mich für dieses Modell.
odlučujem se za ovaj model. Sie erzählt eine schöne Geschichte. Ona priča interesantnu priču. Dein Hemd gefällt mir sehr. Tvoja haljina mi se sviđa. Haben Sie schon im Ausland gearbeitet? Da li ste već radili u inostranstvu? Es ist ein schöner Tag. Sie können gleich anfangen. Možete odmah početi. Sie können gleich anfangen. Herein. Uđite. Nehmen Sie Platz. Sedite. Das Auto verbraucht viel Benzin. Troši mnogo benzina. Ich habe eine gute Note bekommen. Dobio sam dobru ocenu. Sie hat eine schöne Geschichte erzählt. Ona je ispričala lepu priču. Bist du fertig? Wie sehen denn eure Zimmer aus? Kinder, räumen Sie sofort auf. Kako izgleda vaša soba? Deco, počistite odmah. Ein Spaziergang am Ufer ist sehr schön. Šetnja pored obale je veoma lepa. Ihr Chef hat Sie mehrmals angerufen. Sie sollen ihn sofort zurückrufen. Vaš šef je više puta zvao, vi treba da ga mu pozovete. Rufen Sie mich am Freitag an. Hoćete me pozvati u petak. Ich werde die Tickets bezahlen. Ja ću platiti karte. This ist ein sehr altes Buch. Ovo je veoma stara knjiga. Ich habe keine Angst. Ja se ne bojim. Ich bin Lehrer. Bleib Sie zu Hause. Ich möchte schlafen. Ich habe geduscht. Tuširao sam se. Ich habe mir die Zähne geputzt. Oprao sam zube. Hast du Angst vor mir? Bojiš li me se? Nein, ich habe Hunger. Ne, gladan se. Ich habe etwas Hunger. Ja sam malo gladan. Es ist Mitternacht. Ponoć je. Es ist fast Mitternacht. Skoro je ponoć. Jeder liebt sie. Nju svi vole. Hol mir bitte einen Stuhl. Du hast ein tolles Lächeln. To ne ide zajedno. Hol mir bitte, dodaj mi stolicu. Imaš divan osmeh. Du hast ein tolles Lächeln. Er saß auf einem großen Stuhl. Sedeo na velikoj stolici. Bist du spät aufgestanden? Jesi kasno ustao? Stehst du normalerweise spät auf? Ustaješ li obično kasno? Ich stehe normalerweise um 8 auf. Soll ich jetzt aufstehen? Lüg mich nicht an. Ne lažem. Es ist falsch, eine Lüge zu erzählen. Nije lepo pričati laži. Können wir da drüber sitzen? Možemo li tamo da sednemo? Er lügt nicht. On ne laže. Aber er ist sehr nervig. Sie war draußen, als ich anrief. Bila je napolju kad sam zvao. Das ist eine Überraschung. Es hat mir nicht gefallen. Ich bin mit der Arbeit um 6 Uhr fertig. Ist mein Auto fertig? Warum ist sie so still? Ich verstehe kein Deutsch. Das weiß ich nicht. Ja, ich kenne sie. Wir sind Freunde. Mach, was du willst. Dieser Stuhl ist zu klein für ihn. Ich muss nach Hause gehen. Sie verabschiedete sich und winkte. Pozdravila si machnula. Sie verabschiedete sich und winkte. Ich bin ein bisschen müde. Sie ist nett zu ihm. Das ist sein Haus. Das ist gut, nicht wahr? Sie hat einen Freund. Ich fühle mich müde. Nein. Es ist nicht weit. Ich mag das nicht. Wer kann mein Fahrrad reparieren? Ko može da popravi moj bicikl? Wer spielt Gitarre? Ko svira gitaru? Kannst du es bitte wiederholen? Možeš li to da ponoviš? Ich habe mein Geld vergessen. Zaboravio sam novac. Sie hat ihn vergessen. Ona je njega zaboravila. Es ist zu gefährlich. Suviše opasno. Bist du wütend? Si ljut? Du siehst sehr hübsch aus heute Abend. Du siehst sehr hübsch
heute Abend aus? Du hast wunderschöne Augen. Unsinn. Ich denke, es ist Zeit für mich zu gehen. Sie sind in der Klasse. Haben Sie Erfahrung in dieser Arbeit? Haben Sie Erfahrung in dieser Arbeit? Warum ist dieses Feld leer? Warum ist dieses Feld leer? Mein Freund hat es für mich gekauft. Mein Freund hat es für mich gekauft. Ist der Bahnhof weit von hier entfernt? Da ist eine zu der Kodale. Ist der Bahnhof weit von hier entfernt? Lebst du in der Nähe des Bahnhofs? Ist die englische Grammatik schwierig? Ist dieses Gerät nützlich? Da li ove uređaj koristen? Warum ist dein Gesicht rot? Kommt noch jemand? Ich möchte etwas Wasser. Gibt es in diesem Gebäude einen Aufzug? Entschuldigung, ich bin zu spät. Darf ich mich vorstellen? Smem li da vam se predstavim? Du bist zu spät. So više kasniš. Sonst nichts. Das sieht gut aus. Heute ist es kalt. Treffen wir uns in einem Café? Du hast dich verändert. Alles ändert sich. Ich reise oft. Ich arbeite nachts. Das ist möglich. Das ist unmöglich. Es ist unmöglich, hier zu schlafen. So bald wie möglich. Što je premoguće? So bald wie möglich. Ist das wahr? Diese Geschichte ist wahr. Das stimmt. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Suviše dobro da bi bilo istinito. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Das stimmt nicht. Ist diese Aussage wahr oder falsch? Was er sagt, ist nicht wahr. Deine Träume sind wahr geworden. Tvoji snovi su se ostvarili. Deine Träume sind wahr geworden. Verstehst du das? Liebst du mich? Ich bin dankbar. Alles ist falsch. Magst du Witze? Sie müssen scherzen. Ich war überrascht. Ich habe Angst. Das ist unglaublich. Ich bin noch nicht fertig. Du siehst so glücklich aus. Das ist großartig. Du siehst toll aus. Ich kenne dieses Lied. Warum bist du nicht gekommen? Ist sie immer so fröhlich? Woher weißt du das? Es schneit. Magst du Schnee? Das gefällt uns nicht. Seien Sie kreativer, odnosno kreativer, kreativ, kreativer, kreativniji. Ich bin nicht sicher. Verlasse sie. Das ist besser. Hat sie heute Geburtstag? Wie groß bist du? Ist es schon spät? Es ist später, als ich dachte. Kasnije nego što sam mislim. Müssen sie gehen? Was magst du? Hast du vor, zu studieren? Ili hast du Absicht zu studieren? Imaš li nameru, nameravaš li da studiraš? Hast du irgendwelche Sorgen? Imaš li neke brige? Mach dir keine Sorgen. Nemoj se brinuti. Ist dein Auto kaputt? Es ist nicht so teuer. Ich war dort. Mir geht es nicht gut. Ist es für mich? Ist das dein Koffer? Das ist ein einfaches Spiel. Jednostavna igra. Arbeitest du immer so hart? Es ist dringend. Sind alle hier? Wann kann ich dich anrufen? Hast du genug Geld? Draußen ist es kalt.
Wir haben keine Zeit. Nemamo vremena. Wie fühlst du dich? Kako se osjećaš? Ich glaube ihm nicht. Ne verujem mu. Ich bin nicht beschäftigt. Nisam zauzet. Hast du meine E-Mail bekommen? Nisi primio moj mail. Das ist keine Beziehung. To nije nikakva veza. Stellen Sie sich das vor. Zamislite to. Stellen Sie sich das vor. Ich wünsche dir viel Glück. Gute Reise. Lebst du in einem Haus? Darf ich hier rauchen? Ich würde dich gerne sehen. Kannst du es übersetzen? Es wird kalt. Ich arbeite für ihn. Das ist eine lange Geschichte. Warum bist du barfuß? Sagst du sie Boss? Ich bevorzuge Fußball. Wische wohl im Football. Schalten Sie die Lampe ein. Palte Lampe. Bitte, seien Sie vorsichtig. Budite pažljivi. Mach dir keine Sorgen. Nemoj se brinuti. Es ist zu früh. Ich arbeite als Kellnerin. Das Auto ist kaputt. Ich glaube nicht, dass es kaputt ist. Kann ich mit Karte bezahlen? Mogu li da platim karticom? Kannst du schwimmen? Was für ein schreckliches Geräusch. Kakva užasna buka. Ich kann nicht schlafen. Ne mogu da spavam. Was für ein schreckliches Geräusch. Achte auf deine Sprache. Pazite na jezik. Na to što govorite. Achte auf deine Sprache. Dieser Stuhl ist so unbequem. Ova stolica je tako neudobna. Ich möchte ein Buch kaufen. Želio bi da kupim knjigu. Ich gab ihm ein Buch. Dao sam knjigu. Auf dem Schreibtisch liegt ein Buch. Na radnom stolu se nalazi jedna knjiga. Mein Rücken tut weh. Bole me leđa. Mein Rücken tut weh. Sei vorsichtig. Der Boden ist nass. Pažljivo. Podijem blažan. Es ist aus der Mode. Nije više moderno. Da überrascht mich. Du überrascht mich. Ti mi iznenađuješ. Was für eine schöne Überraschung. Pass auf sich auf. Pazi na sebe. Pass auf sich auf. Ich werde die Tür schließen. Zatvorit ću vrata. Ich werde die Tür schließen. Wann gibst du mir endlich mein Geld zurück? Kad ćeš mi napokon vratiti novac? Wann gibst du mir endlich mein Geld zurück? Gibst du mir auch etwas von deinem Kuchen ab? Hoćeš mi dati nešto od tvog kolača? Gibst du mir auch etwas von deinem Kuchen ab? Das Mädchen liest das ganze Buch in nur 2 Stunden durch. Pročitala je celu knjigu za samo 2 sata. Das Mädchen liest, čita, liest das ganze Buch in nur 2 Stunden durch. Leider hat mich sein Verhalten enttäuscht. Leider hat mich sein Verhalten enttäuscht. Ich brauche einen Job. Er ist schlau. Es klingt großartig, nicht wahr? Sjajno zvuči, zar ne? Es klingt großartig, nicht wahr? Du wirst niemals allein sein. Nikada nećeš biti sam. Du wirst niemals allein sein. Ich denke, sie wird sich von ihm scheiden lassen. Ich denke, sie wird sich von ihm scheiden lassen. Kannst du es nochmal sagen? Kannst du es nochmal sagen? Nehmen Sie sich Zeit. Nehmen Sie sich Zeit. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Wir haben das letzte Spiel verloren. Wir haben das letzte Spiel verloren. Bleibst du heute zu Hause? Gehst du nach Hause?
Ich bin immer noch müde. Was willst du zum Frühstück? Ich gehe in die Bäckerei. Ich gehe in die Bäckerei. Wenn ich in Frankreich bin, besuche ich meinen Bruder. Als ich in Frankreich. Aha, izvinjam se. Ovo je kada sam u Francuskoj. Kada sam posećujem. Da je bilo prošlo vrijeme, bilo bi als ich in Frankreich war. A ovo je wenn ich in Frankreich bin, besuche ich meinen Bruder. Heute soll es nicht regnen. Füll es bitte auf. Wann glaubst du, wirst du ankommen? Ich habe nicht genug Geld. Das ist nicht fair. Er ist schneller als ich. Wann wird er zurück sein? Sie sind sehr beschäftigt. Ich möchte dieses Paket in die Vereinigten Staaten senden. Da pošaljem paket u Ameriku. Vereinigten Staaten. Ujedinjene države. Wann öffnet der Laden? Sei geduldig. Ich bin seit zwei Tagen hier. Već sam dva dana ovde. Ich will dich nicht stören. Ne želim da te uznimiravam. Mir geht es sehr gut, danke. Möchten Sie das kaufen? Über was denkst du nach? O čemu razmišljaš? Wie lange dauert der Flug? Was soll ich anziehen? Šta da obučem? Wann ziehst du um? Umziehen. Kad se seliš? Ich glaube Ihnen. Ich mag Saft, aber ich mag keine Milch. Das ist schade. Šteta. Mein Handy funktioniert nicht. Das Geschäft läuft gut. Ich habe einen Termin. Was empfehlen Sie? Kannst du mir ein Beispiel geben? Das ist sehr schwierig. Ist es dir kalt? Er kam mit seiner Familie. Dolazi sa svojom porodicom. Došao je. Kam. Kann ich meinen Termin vereinbaren? Vereinbaren. Kann ich meinen Termin vereinbaren? Dakle, da dogovorim termin, da ugovorim termin. Kann ich meinen Termin vereinbaren? Warst du gestern in der Bibliothek? Warst du gestern in der Bibliothek? Wie viel schulde ich dir? Koliko ti dugujem? Wie viel schulde ich dir? Ich möchte eine Flasche Wasser kaufen. Was ist dein Lieblingsfilm? Wann rufst du mich an? Er hat das Fenster durchbrochen. Gehst du oft nach Berlin? Dies ist das erste Mal, dass ich hier bin. Prvi put sam ovde. Meine Freundin war dort. Moja devojka bila tamo. Ich habe viel im Garten zu tun. Moram mnogo da radim u bašti. Ich habe viel im Garten zu tun. Jetzt reicht es aber. Sad je dosta. Jetzt reicht es aber. So ein Pech. Das tut mir wirklich leid. Sei nicht traurig. Das kommt nicht in Frage. Er ist ein guter Koch. Sei geduldig. Was hast du gestern gemacht? Ich bin geschäftlich, ja. Poslovno sam ovde. Poslom. Wie lange dauert es mit dem Auto? Ich spreche zwei Sprachen. Bist du hier allein? Wie geht es dir? Ich möchte unsere Botschaft kontaktieren. Želio bih da kontaktiram našu ambasadu. Arbeitest du heute? Ich würde gerne mit dir sprechen. Mein Großvater ist letztes Jahr gestorben. Wann wird er zurück sein? Sie sind sehr beschäftigt. Ich komme, um dich abzuholen. Dolazim po tebe. Ich komme, um dich abzuholen.
Du bist schlauer als er. Pametniji si, lukaviji od njega. Du bist schlauer als er. Er hat ein schönes Auto. Ich möchte dieses Paket senden. Kannst du später zurückrufen? Možeš li kasnije opet da pozoveš? Kannst du später zurückrufen? Mein Zimmer ist sehr klein. Was macht dich traurig? Šta te čini tužnim? Was macht dich traurig? Magst du die Schule? Danke für alles. Bring mir bitte meine Jacke. Was meinst du? Ich hoffe, dass dir gut geht. Ich fürchte, dass es morgen regnet. Meiner Meinung nach ist es wichtig. Meiner Meinung nach ist es wichtig. Ich bin nicht einverstanden. Ich habe schreckliche Kopfschmerzen. Das tut mir aber leid. Möchten Sie eine Tablette? Ja, geben Sie mir bitte eine Tablette. Hier die Tablette und ein Glas Wasser. Hoffentlich hilft es Ihnen. Ich habe Halsschmerzen. Mir ist langweilig. Mir ist es langweilig. Hallo, schön dich zu treffen. Schön dich auch zu treffen. Es ist 5 Uhr. Es war früher Morgen. Ich habe gut geschlafen. Haben Sie sich erkältet? Sprechen Sie eine Fremdsprache? Ich benutze den Computer jeden Tag. Lass uns gehen. Beeile dich. Beruhige dich. Smirisen. Ich sehe nicht gern alte Filme an. Ich sehe gern moderne Filme an. Ne gledam rado stare, alte Filme, sondern moderne Filme. Ich denke, dass meine Nachbarin mich nicht mag. Ich denke, dass meine Nachbarin mich nicht mag. Sie ist nicht verheiratet. Was ist los? Jeder mag ihn. Sie hat blaue Augen. Was ist los? Sie hat hart gearbeitet. Die Rechnung bitte. Ich brauche einen Arzt. Es war ein schrecklicher Tag. Das Haus ist groß. Ja, ich glaube an Liebe auf den ersten Blick. Verujem u ljubav na prvi pogled. Ich glaube an Liebe auf den ersten Blick. Wie lange bleibst du in Berlin? Ich bleibe hier nur 2 Tage. Beeil dich, der Film hat vor 10 Minuten begonnen. Ich bin größer als du. Das ist Ihr Haus. Bitte rufen Sie ihn an. Ich mag diesen Ort. Volim ovo mesto. Das riecht gut. Bist du hier gelangweilt? Sie müssen noch mehr Deutsch lernen. Warum haben Sie mich gestern nicht mehr angerufen? Meine Freundin kommt bald aus ihrem Urlaub zurück. Nachdem die Kinder nach Hause gekommen waren, wollten sie etwas zu essen haben. Nachdem die Kinder nach Hause gekommen waren, wollten sie etwas zu essen haben. Niemand weiß, ob er noch in der Stadt wohnt. Niemand weiß, ob er noch in der Stadt wohnt. Obwohl er ein guter Mensch ist, kann ich ihm kein Geld leihen. Obwohl er ein guter Mensch ist, kann ich ihm kein Geld leihen.
Seitdem er bei seinem Vater eingezogen war, hat er nicht gearbeitet. Seitdem er bei seinem Vater eingezogen war, hat er nicht gearbeitet. Sobald der Junge das Geräusch hörte, lief er aus dem Haus hinaus. Sobald der Junge das Geräusch hörte, lief er aus dem Haus hinaus. Ich komme, so oft du es wünschst. Ich komme, so oft du es wünschst. Sie spricht nicht nur Englisch, sondern sie beherrscht auch Deutsch. Beherrscht. Sie spricht nicht nur Englisch, sondern sie beherrscht auch Deutsch. Da er betrunken war, konnte er nicht fahren. Da er betrunken war, Jeli Bio Bogat, Bien, konnte er nicht fahren. Nije mogao da vozi. Ich werde es dir beibringen. Ja ću te tome naučiti. Ich werde es dir beibringen. Das ist gut. Ich mag das. Dort ist es langweilig. Siehst du gern fern? Ich schaue gern fern. Alles ist fertig. Damit sie pünktlich ankommen, müssen sie sich beeilen. Da bist du doch in Vreme, morate da požurite. Damit sie pünktlich ankommen, müssen sie sich beeilen. Nachdem ich, sorry, ne vi, nego oni, sie. Nachdem ich gegessen hatte, wollte ich mich eine Weile hinlegen. Nachdem ich gegessen hatte, wollte ich mich eine Weile hinlegen. Da das Klima dort besser ist, verreisen viele Leute nach dem Süden. Da das Klima dort besser ist, verreisen viele Leute nach dem Süden. Wenn er mehr Zeit hätte, würde er seinen Freunden helfen. Kad bi imao više vremena, pomogao bi seinen Freunden. Jednom muškarcu, prijatelju. Wenn er mehr Zeit hätte, würde er komme seinen Freund svom prijatelju helfen, znači muški rod. Bevor meine Eltern kommen, muss ich noch die Wohnung aufräumen. Pre nego što dođu moji prijatelji, moram da počistim stan. Bevor meine Eltern kommen, muss ich noch die Wohnung aufräumen. Während ich das Bad putze, könntest du mit dem Geschirr spülen anfangen. Dok ja čistim kupatilo, možeš da počneš da pereš sudove. Während ich das Bad putze, könntest du mit dem Geschirrspülen anfangen. Seitdem sie angerufen hat, bist du schrecklich nervös. Otkad je ona zvala, užasno si nervozan. Seitdem sie angerufen hat, bist du schrecklich nervös. War dein Leben früher anders? Je tvoj život ranije bio drugačiji. War dein Leben früher anders? Als ich dich noch nicht kannte, war mein Leben ganz anders. Dok tebe nisam znao, moj život je bio drugačiji. Als ich dich noch nicht kannte, war mein Leben ganz anders. Könntest du auf das Gepäck aufpassen, während ich ein Hotel suche? Könntest du auf das Gepäck aufpassen, während ich ein Hotel suche? Možeš li da paziš na prtljak, dok ja potražim hotel. Könntest du auf das Gepäck aufpassen, während ich ein Hotel suche? Kann ich ins Restaurant gehen, während du einen Parkplatz suche? Kann ich ins Restaurant gehen, während du einen Parkplatz suche? Die Mutter liest, während die Kinder spielen. Die Mutter liest, während die Kinder spielen.
Seitdem ich dich kenne, ist das Leben viel schöner. Seitdem ich dich kenne, ist das Leben viel schöner. Otkad te poznajem, život je mnogo lepši. Tu stajemo, dakle, kao što vidite, 1000 rečenica je u pitanju. Pročitat ćemo ih u narednom klipu nastavak i moći ćete da downloadujete i PDF sa svim ovim rečenicama da ih imate u svom kompjuteru. Vidimo se. Auf Wiedersehen.